willkommen, meine Damen und Herren, hier zu Jugend hackt, zur Abschlussveranstaltung. Sehr schön. Wie euch der Klang, der jetzt nur leise aus dem Beamer kam, aber trotzdem verraten hat, geht es jetzt los mit dieser Abschlussveranstaltung. Ich bin Tom, ich habe die Freude, euch hier durchzuführen mit der wunderbaren Caro an meiner Hallo. Seite. Wir beide werden euch jetzt zeigen, was alles passiert ist in den letzten 2 Tagen. Einiges Aufregendes ist vor sich gegangen. Aber vorher haben wir natürlich eine Menge Informationen, die wir euch in die Köpfe geben wollen. Huch. Nein? Ah! Natürlich, so läuft's immer, ihr kennt das. Ganz klar, auf jeden Fall. So, jetzt zurück. Ja, das ist die Folie, die wir haben wollen. Richtig. Jugend hackt, denn das ist das, was gerade passiert ist in diesen letzten 2 Tagen. Caro, was ist denn eigentlich Jugend hackt? Oh, das ist eine gute Frage, als hätten wir uns vorbereitet. Jugend hackt ist ein Programm der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. und medialepfade.org. Wir als Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW führen das hier in Köln vor Ort durch. Fungieren sozusagen als regionaler Partner vor Ort. Jugend hackt ist ein Förderprogramm für programmiergebegeisterte Jugendliche von 12 bis 18 Jahren. Und wir möchten gerne mit Code die Welt verbessern. Das ist ganz wichtig. Parallel dazu fand jetzt auch statt Hello World hier gerade nebenan. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen oder kam auch gerade von da. Das war ursprünglich ein ganzer Teil von Jugend hackt. Jetzt ist es seine eigene Veranstaltung. Es ist so eine Art Einsteigerversion von Jugend hackt mit kürzeren Events. Typischerweise manchmal auch, genau wie das jetzt hier stattgefunden hat, mit Übernachtungen über längere Zeit, aber gewöhnlich eben diese kürzeren, einsteigerfreundlicheren Events. Und da gab es dieses Jahr auch 20 Teilnehmer am Wochenende, 7 Mentorinnen und Mentoren, und insgesamt waren insgesamt mit den ganzen Jugend hackt Teilnehmern und Mentoren aus dem Feld über 130 Leute hier am Wochenende tätig, fleißig und am Rumnörden. Genau. Genau, zu den Hello World-Teilnehmerinnen kommen nämlich noch von uns die über 50 Jugendliche, die an diesem Wochenende programmiert, gebastelt, getüftelt, zwischendurch auch mal frustriert waren. Genau, und insgesamt haben wir tatsächlich 13 Projekte, die wir euch jetzt hier präsentieren können. Ja. Die stehen dieses Jahr, wie jedes Jahr, unter einem bestimmten Motto. Und das diesjährige Motto lautet: Mit Code die Umwelt verbessern, während mit Code die Welt verbessern der Slogan von Jugend hackt an sich schon mal ist, ist dieses Jahr, glaube ich, kein Geheimnis, warum die Umwelt ein wichtiges Thema ist und dass sie ein verdammt wichtiges Thema geworden ist, wird uns jeden Freitag wieder neu auf die Nase gebunden von den neunmal klugen Jugendlichen, die schlau sind und Bescheid wissen, dass das jetzt ein Thema ist, um das man sich zu kümmern hat. Darum ist es natürlich auch hier bei Jugend hackt parat, und inhaltlich haben sich die Jugendlichen daran zu schaffen gemacht, zu sehen, was kann man da umsetzen, was kann man im Informatik, im Technischen, im Basteln, im Coding-Bereich zu diesem Thema machen, und da geht einiges. Genau. Jetzt muss ich noch ganz, ganz vielen Leuten Danke sagen, denn ihr seht, es ist eine sehr große Abschlussveranstaltung, genauso groß ist das Event. Das macht nicht nur ich, sondern ganz viele Menschen. Ja, die Liste ist fast so lang wie unser EU-Wahlbogen heute. Ich versuche das ein bisschen kurz zu halten. Erstmal möchte ich dem Orga-Team danken. Das waren Laura, Amelie, Linda, Henrik, Chris, Malu, Kokhung, Moritz, Satya, Basti und Markus. Genau. Vielen Dank. Ja. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall auch an das wunderbare VOG-Team dort hinten, dass sie uns hier mit dem Video-Setup unterstützen und diesen wunderbaren Livestream auch kreieren. Das auch. Ja. Dann müssten wir eine Folie weiterspringen. Noch eine.
Genau. Ganz zentral für JugendHackt sind die ehrenamtlichen Mentorinnen, die das Wochenende über mit den Jugendlichen zusammen an den Projekten gearbeitet haben. Das ist eine ganze Armada, und zwar sind es Abraham, Adrian, Benedikt, Benjamin, Björn, Caroline, Claudia, David, Hanna, Gregor, Jasmin, Johannes, Juni, Julia, Carsten, Lirie, Lorraine, Marco, Martin, Patrick, von Böhne, Yuki und Zoe. Ihr müsst bitte einmal aufstehen, damit auch alle Leute euch sehen können und wir euch applaudieren können. Vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich. Genau. Was da alles hintersteckt, sind unsere Partnerinnen, die Stadt Köln. Als Förderer wirkt das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir haben super viele Sponsoring-Partner, davon auf jeden Fall zu nennen, besonders Rewe Systems und Adesso Insurance Solutions. Und auch einen herzlichen Dank an unsere Unterstützerinnen. Vielen Dank. Genau. Natürlich wollen wir an diesem Wochenende auch was essen. Deswegen vielen Dank an das Catering vom Speisemeister und an die ganzen Leckereien, die wir hier verköstigen durften. Auch vielen Dank an unseren Mate-Sponsor Flora Power Mate. Das hat beim Wachbleiben geholfen. An das Haus hier, dass man das hier veranstalten konnte. Genau, es sind so viele zu nennen. Und noch eins habe ich noch vergessen. Entschuldigung. David, danke für das Internet. Applaus! Ich glaube, das ist ein Satz, mit dem man viel schnelle Fans gewinnen kann. Danke für das Internet. Und dann sind, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich. Apropos Internet, was eine Überleitung. Solltet ihr mehr Informationen über JugendHackt herausfinden wollen, könnt ihr das natürlich hier tun. Die Webseiten, die sozialen Medien sind verfügbar. Da könnt ihr euch schlau machen, was abgeht, was im nächsten Jahr hier wieder abgehen wird, was bundesweit mit JugendHackt abgeht. Das kann man da alles rausfinden.